Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ist Donnerstag, Tag 2 vom Event. Ich hole mir erstmal meinen Feldforschungsdurchbruch ab. Ich brauche gute Regis. Abgesehen von Regis-Stil. Den habe ich 98 auf Max gepusht. Und es ist... Bin gespannt. Abgesehen davon... Ente. 100 Ente wäre geil, aber... Alles andere brauche ich nicht. Abgesehen davon, Event läuft, ich versuche mich in ein paar Arenen zu setzen, hier und da Parade zu machen, um. Sorry, der Wurf war grauenhaft. Hier und da Parade zu machen, um Arena-Punkte zu bekommen auf meiner Jagd nach den Gold-Arenen. Aber es hat gereicht, oh mein Gott, Ente. So, IV-Check für euch. Kannst du vergessen. Auf jeden Fall hier habe ich eine gelbe Arena gefunden, wo ich mich einfach reinsetzen kann. Das gibt sich alle Tage. Auf geht's! Das ist The Walking Man. Wir machen hier ein Shinox-Raid. Hab mich gerade überraschenderweise hier auf der Straße in alle gelben Arenen gesetzt. Waren alle gelb. Hat mich gefreut. Jetzt hier auch noch schnell der Raid. Ich habe mich mal dazu gesellt, damit der Timer bereits anläuft. Sonst hätte ich auf den ganzen Timer warten müssen. Darauf hatte ich keine Lust. Schauen wir mal. Da sind noch ein paar Raids, ein paar Dreier, ein paar Einser. Die werde ich, glaube ich, mitnehmen. Einfach für die saftigen 2000 Arena-Punkte. Shinox kann man immer machen, also den hätte ich so oder so gemacht. 500. Ah ne, Wetterboost. Wetterboost habe ich keine Ahnung. Aber Shiny ist Gold, das weiß ich. Leider nein. Übrigens, ja, Event Shinies habe ich noch keinen. Kein Macholo, kein Mankey. Makuhita und Mediti zähle ich mal jetzt nicht dazu, weil, ups, weil die hatte ich schon vom letzten Mal. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so läuft mit dem Event, mit den Shinies, mit den Arenen, mit dem Staub. Gefangen. Ich mache jetzt noch ein paar andere Raids, werdet ihr wahrscheinlich auch sehen. So, sitze stabil. Einer der Raids ist ein Machomai geworden. Schon lange kein Machomai gemacht, solo. Bin gespannt. Also damals, als ich den Solo gemacht habe, Alter, das ist schon Ewigkeiten, ja. Hatte ich geäxtet in die Seitenstraße. Ich dachte, da kommt keiner. Auf jeden Fall, das war schon Ewigkeiten, ja. Hatte ich kein Mewtwo. Da habe ich noch Dragon mit Orkan verwendet. Das Team, was ich jetzt habe, ist auch nicht so ideal. Es wurde nur ein Mewtwo ausgewählt. Ah ja, schon. Wird schon gehen. Ansonsten halt die 2000 Punkte. Das ist ein Kampf-Pokémon. Ich habe momentan die Quest. Ich fange 5 Kampf-Pokémon, also passt schon. Hier wurde sogar Cresselia ausgewählt. Habe ich da einen gemaxt? Ich glaube schon. So, ich habe alle unterschiedlich gewählt mal, so ein bisschen Abwechslung, ihr wisst schon, viele sagen ja immer, ich soll verschiedene Sachen verwenden, weil ich ja so viele verschiedene verrückte Sachen gemaxt habe. Das waren jetzt keine verrückten Sachen, das war Mewtwo, Psyana und jetzt Simsala. Aber ihr seht, immer noch über die Hälfte der Zeit, er hat nur noch ein Drittel, ein Viertel. Interessant ist jetzt, Lugia. Ist Psycho, ja, aber ist jetzt nicht so ein Top-Angreifer. Wir probieren aus. Cresselia, aber ungepusht. Ah, nee, der ist ja gemaxt, oder? Ist 28,47 Max Cresselia. Ich meine 96, also müsste ich den gemaxt haben. Hat ja so ein schlechtes Gedächtnis. Hatte der so schlecht, ich hätte glaube ich lieber Lugia behalten sollen. Oder habe ich einen 96er und einen 98er? Digga, das kann doch nicht sein. Das muss ich mir jetzt gleich anschauen. Jetzt bin ich echt verwirrt. Ja, geh down, Alter, geh down. Hallo, geh down.
Okay. So, saftige 2000 Punkte für den Arena-Orden. Ah ja, Staub gibt's auch. Oh, ich hab vergessen, die ganze Zeit mit Sternstück rumzulaufen. Voll verplant. Ich hab meinen Fokus nur auf Ding, Mann. Nur auf den Arena. Ah, Funk, den kann ich auch machen. Ich habe auch die Quest für Nocturne. So, komm her, Funkweg, oder? Aha. Wahrscheinlich bleibt er jetzt drin und ich erfülle die Quest nicht. Das war so klar. Das war so klar. IV-Check, man weiß ja nie. Vielleicht noch ein 100er. Nein. Aber. Muss man Cresselia abchecken. Tatsächlich, das ist Max. 28,47 ist Max. Okay. Wir haben noch einen Scheinungs gefunden. Glück für uns. Und saftige 2000 Arena-Punkte. Ja. Ich habe noch bis 18.30 Uhr. Nichts vor, also 18.30 Uhr habe ich einen Termin. Bis dahin ist 17 Uhr, kann ich noch ein paar Arenen machen, mich ein bisschen hier herumtreiben. Schauen wir mal. Ich weiß immer noch nicht, was Wetterboost 100% ist. Aber ich weiß, dass er Gold sein muss. Und? Das ist auf jeden Fall schon mal viel besser als vorhin. Über 600, Mann. Sternstück habe ich auch an. Und ist er Gold? Nein, ist er nicht. Er ist nicht Gold. So. Aber 615 könnte gut sein. Weil der andere hatte vorhin zumindest schon den besten Satz mit 580. So. Wir prüfen der wie. Spannung steigt. Bester Satz, KP, Attack, Defense. Oh mein Gott, Niantic, Mann. Ihr kleinen Dreckigen. Das war übrigens der zweitbeste Satz, also. Alter. Oh Mann, das war leid, Mann. Für einen Moment dachte ich schon, das wäre 100er gewesen. Ja, sowas passiert, wenn man die WP nicht auswendig kennt. Jeder zu Hause, der die WP kennt, der wusste gleich, okay, das ist nicht 100, aber. Ich wusste es nicht, es kamen alle drei Werte und dann der zweite Satz. Alter. So, ist der nächste Morgen und es kam gestern Abend wieder Neuigkeiten, wieder ein neues Event, würde ich sagen, von Niantic. Aber Grüße gehen raus an die Asiaten, mit denen ich zwei legendäre Dialga-Raids gemacht habe, aber bisher leider nichts Gutes gefangen. Dann gestern Abend hat Niantic was angekündigt und zwar die legendäre Mittagspause. Krasser Name, interessantes Konzept, aber gleichzeitig das dümmste Konzept. Ich kann es nicht beurteilen, ich kann es noch nicht abschätzen. Es könnte echt eine ziemlich gute Idee sein, aber auf der anderen Seite könnte es auch einfach die dümmste Idee sein. Was genau ist die legendäre Mittagspause? Und zwar werden von 12 Uhr bis 1 Uhr, also immer Eugezeit, legendäre Raids spawnen. Das Ganze läuft so ab, 10 Minuten vor 12 starten die Eier, natürlich halt nur da, wo auch Eier starten können. Das heißt zum Beispiel X-Raid-Arenen, die blockiert sind, gehen nicht. Oder wenn schon ein Ei drauf ist, dann geht das natürlich auch nicht. Und das soll dann auf allen Arenen, die möglich sind, passieren. Und dann um 12 Uhr, ja, schlüpfen alle. Und dann für eine Stunde sind auf allen Arenen, wo es halt geht, legendäre Raids. Und die soll man dann in der Mittagspause machen. Eure Meinung und in die Kommentare. Ja, also jetzt ist... Ich habe ja ein Video hochgeladen letztens, die Tage, was ich so, wie mein Alltag abläuft. Also jetzt ist es mir egal. Könnt ihr gerne abchecken. Und bevor ich es wieder vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Aber bevor ich das YouTuber-Live hatte, hatte ich ja natürlich das normale Vollzeit-Arbeitleben und ja, ich erinnere mich zurück. Ich habe immer versucht, einen Raid in der Mittagspause zu machen, damit halt der freie Raid Pass weggeht. Und oft nicht gefunden. Oft war nichts da. Oder oft war halt irgendwas Schlechtes da. Einser, Zweier, was ich halt nicht machen wollte. Ist natürlich nicht jetzt nicht jeden Tag, also dementsprechend hat es jetzt nicht so einen großen Einfluss, aber wäre ab und zu praktisch gewesen, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite auch nicht, weil Fünfer gehen nicht immer zustande. Da braucht man mehrere Leute, vor allem jetzt, wenn man nicht mitten in der Stadt wohnt oder so, sondern oder arbeitet, das ist ja während der Mittagspause, während man arbeitet oder
Schule, Mittagspause. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch so abläuft, aber als ich in der Schule war, durften wir in der Mittagspause nicht rausgehen. Also das Schulgelände verlassen. Also ich weiß nicht genau, wie die sich das vorgestellt haben. Aber man kann ja auch wie immer auf dem Dorf wohnen oder ein bisschen außerhalb oder irgendwo arbeiten, wo halt nicht so viel los ist. Wo halt nichts zustande kommt, weil Fünfer sind eben anspruchsvoll. Man braucht mehrere Leute. Meistens. Das ist halt auf jeden Fall auch ein Nachteil. Ja, und dann ist die Frage halt, wie viele Raids will man machen? Im Grunde eigentlich so 1, 2, maximal 3. Was ich in der Mittagspause oft gemacht habe, ist halt AG in umfärben und die dann auf Gold zu bringen. Ja, und wenn überall ein Raid drauf ist, kann ich das halt nicht machen. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig. Wie gesagt, das ist halt nicht regelmäßig, dementsprechend hat das jetzt nicht so einen großen Einfluss. Ich kann auch mal einen Tag auslassen und da keinen AG machen. Aber an sich habe ich eigentlich keinen Bock. Wobei, also ich schon, ich persönlich schon, einfach die ganze Mittagspause jeden Raid mitzunehmen. Also ich persönlich schon, aber ich denke, der Otto-Normal-Durchschnittsspieler ist mit einem Raid zufrieden. So, da die ganzen Arenen blockieren für eine Stunde. Ja, ich weiß nicht, könnte auch ein großer Nachteil sein. Könnte auch viele Leute verärgern. Und wie gesagt, dass halt nur 5er legendär sind. Könnte auch viele Leute verärgern. Ich kann das noch gar nicht einschätzen. Könnte echt erfolgreich sein, eine gute Idee. Das Grundkonzept finde ich nicht so schlecht. Aber es hat auch so viele Nachteile. Okay Leute, kurzer Einwurf, mir ist noch was eingefallen. Viele hatten die Idee, anstatt dieser legendären Mittagspause, sollten die das nach der Arbeit machen. Also legendäre Feierabendstunde, okay? So, keine Ahnung, um 6, 7, 8, kommt drauf an. Weil da haben die meisten Leute Zeit, haben die meisten Leute Bock. Finde ich persönlich sogar besser, ja. Eure Meinung und den Kommentare. Ist das eine geile Idee oder ist das eine der dümmsten Ideen von Niantic? Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.